Liebe Freunde der Schwabinger Schaumschläger, es hat sich ja inzwischen herumgesprochen, seit 2. November ist es in Bayern und bundesweit wieder verboten, Veranstaltungen zu machen, die der Vergnügung, der Bildung, des Herzens oder der Fröhlichkeit dienen. Dazu zählt natürlich auch unsere Lesebühne und deswegen sind wir nun nach März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, den 8. Monat in diesem Jahr auf Eis. Wir haben uns zunächst überlegt, dass wir vielleicht wieder jeden Sonntag eine Videoshow machen. Allerdings haben wir auch festgestellt, anhand der Zuschauerzahlen und Reaktionen auf unsere alten Videos, dass das wohl doch für viele ein bisschen zu viel, auch zu lang, zu anstrengend, schlicht ein bisschen zu viel auf einmal waren und nur einmal in der Woche auch ein bisschen wenig ist. Deshalb haben wir uns gedacht, in diesem Lockdown machen wir es ein bisschen anders und machen viele oder zumindest einige kleine Clips, mit denen wir euch zwischendurch heimlich, still und leise doch ein bisschen Fröhlichkeit, Belustigung und hier und da vielleicht sogar ein bisschen Bildung vermitteln können. Oder zumindest wollen. Eine wichtige Sache noch vorab. Wir freuen uns natürlich weiterhin über Spenden jeder Art. Wir haben zurzeit logischerweise keine Einnahmen von Gagen, auch nicht von anderen Auftritten. Also wenn jemand ein bisschen was über hat, am Ende der Clips kommt jeweils unser Spendenkonto. Und den Anfang mache ich selbst. Seit ein paar Wochen haben wir eine Mitbewohnerin. Sie ist relativ unauffällig, verschwindet täglich stundenlang irgendwohin, wo man sie selbst dann nicht findet, wenn man sie sucht. Dann wird ihr wieder langweilig oder sie braucht Unterhaltung und Nähe und schon kommt sie wieder daher und nimmt ein bisschen am häuslichen Sozialleben teil. Das heißt, sie folgt uns von Zimmer zu Zimmer, setzt sich mal hier, mal da auf einen Arm oder eine Schulter, schaut nach, was auf der frisch aufgebackenen Brotscheibe liegt und ob im Kompost was Interessantes zu finden ist. Oder sie sitzt einfach da und reibt sich die Hände, weil irgendein Stäubchen dran ist. Das mag sie nicht sonderlich offenbar. Sagen tut sie aber nichts. Für die meisten Dinge, die von außen in den kleinen Kosmos zu seinen drei Bewohnern hereindringen, interessiert sie sich augenscheinlich überhaupt nicht. Abgesehen von Lebensmitteln, aber auch da ist sie äußerst genügsam. Zum Beispiel geht hin und wieder ganz von selbst der Radio an. Das tut ja tatsächlich, vermutlich ein neues Feature für die Corona-Bevölkerung, das verhindern soll, dass sich ein paar ruchlose Leugner und Verweigerer dem gesamtgesellschaftlichen Gleichschritt mit der Ausrede entziehen möchten, sie hätten von den neuesten Maßnahmen nichts erfahren. Dann ertönen die Tagesbefehle und Parolen durch die Küche. Wir erfahren, dass die Zahlen hochschnellen, wie das früher die Sprengsätze der Terroristen taten, was in puncto Social Engineering auf das Gleiche hinausläuft. Wir erfahren, dass Markus Höder Härte fordert, wie er das seit seiner Geburt alle paar Minuten tut, und dass Karl Lauterbach die Bundeswehr in Privatwohnungen einmarschieren lassen möchte, wenn man sich dort skrupellos zwecks Fröhlichkeit zusammenrottet. Wir kriegen zu hören, was das nicht umsonst sogenannte gemeine Volk so alles umtreibt, weil Leute, die seit 1945 geschwiegen haben, nun hordenweise beim Radio anrufen, um ihre paranoide Kontrollhysterie und ihre sadistischen Bestrafungsfantasien ungehemmt aus dem Lautsprecher keifen zu dürfen. Und schließlich erfahren wir, dass es draußen, wo zwischen den lockeren Wolkenschwaden immer mal wieder die Sonne aufblitzt, bedeckt und regnerisch ist. Und wir fragen uns, in welche grausige Dimension, welcher grausigen Realität es uns verschlagen hat. Der Mitbewohnerin ist das allem Anschein nach ziemlich egal. Sie folgt uns gleichmütig ins andere Zimmer, wo das Internet vor sich hin flackert. Das rollende Rechteck zeigt Briefmarkengesichter, die sich gegenseitig den Restverstand absprechen bzw. Volksverrat vorwerfen, sich auffordern zu denken anzufangen, weil sie dann alles verstehen und den geplanten Untergang vielleicht noch stoppen können. Beziehungsweise zu denken aufzuhören,
weil sonst Massengräber ausgehoben werden müssen. Die einen belustigen sich grimmig über die Hochstapeleien eines prominenten Scharlatan-Virologen, die anderen verehren ihn als Gott und bestrafen jede Lästerung mit einer Lawine von Großbuchstaben und der unwiderruflichen kollektiven Exkommunikation. Zwischendurch blitzt eine Anzeige für Exile and Freedom auf. Ist aber nur ein Wanderschuh, auch noch ein besonders hässlicher, den man umständlich wegklicken muss. Der Mitbewohnerin ist das ebenso egal. Allerdings lässt sie sich nun auffällig oft auf den Händen nieder, die Botschaften in das digitale Geplärr hineintippen, als wollte sie sagen, lass das lieber, es bringt nur Verdruss. Vielleicht hat sie recht, unsere Mitbewohnerin. Wahrscheinlich hat es wirklich wenig Zweck, das eigene Hirn auszubringen, um anderen etwas mitzuteilen, das sie gar nicht hören wollen und auch nicht können, weil ein Übermaß an Propaganda das Hirn und die Ohren so verhornt, dass nur noch das hineingeht, was schon drin ist. Drum dreht sich das Karussell weiter. Soll es sich weiterdrehen? Unserer Mitbewohnerin ist auch das ziemlich egal. Es kümmert sie nicht, dass sie mit großer Sicherheit noch allerhöchstens einen Monat zu leben hat und dann sterben wird. Das weiß sie nämlich nicht. Drum bemüht sie sich auch nicht, noch schnell alles Mögliche zu erledigen, bevor es zu spät ist. Für sie ist es nie zu spät, weil es nie spät wird. Unsere Mitbewohnerin ist übrigens eine Stubenfliege. Eines von diesen Wesen, nach denen man normalerweise haut, ohne nachzudenken, weil sie einem auf die Nerven gehen. Als Einzelexemplar löst sie etwas anderes aus. Man nimmt sie plötzlich wahr, gewöhnt sich an sie und spürt eine seltsam ganzheitliche Zuneigung. Der Haureflex ist allerdings tatsächlich tief verwurzelt. Manchmal taucht er kurz auf, wenn sie nach längerem Rückzug unvermittelt daherfliegt und sich mal wieder auf einer Hand niederlässt. Man kann ihn aber beherrschen, diesen Reflex. Mal sehen, ob das mit anderen Reflexen auch geht. Dann hätten wir von einer Stubenfliege mehr gelernt als von dem ganzen Geschwerl da draußen oder vielmehr da drinnen in den Plappergeräten, das sich für die Elite der Menschheit hält. Und das wäre es wert, sich dieser winzigen, unscheinbaren Kreatur, die uns ein paar Wochen lang Gesellschaft geleistet hat, länger zu erinnern als all der Lauterbachs, Drostens, Wielers, Merkels und Söders, die ihr ziemlich egal waren.